Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Spielepräsentation. Heute zeigen wir euch, nicht ganz, Camel Up. Camel Up war ja das Spiel des Jahres 2014. Cold Express ist ja 2015, das nur ganz nebenbei. Und Camel Up, ja, diejenigen, die es von euch kennen, ist ein verrücktes Kamelrennen und Scheichs und reiche Menschen legen eben Wetten auf diese Kamele ab und ja, es ist ganz turbulent, ganz verrückt. Und das, was wir euch jetzt zeigen, ist eigentlich nur eine logische Konsequenz, denn Camel Up geht in die nächste Runde. Und zwar mit Camel Up Super Cup, der ersten Erweiterung, ebenfalls im Pegasus Verlag erschienen, von Steffen Bogen, der auch schon verantwortlich war für den Inhalt des Grundspiels. Ja, und es wird wirklich total verrückt, also noch verrückter. Nicht nur, dass jetzt jeweils zwei Würfel pro Kamel existieren, es können auch 9 und 10 Spieler jetzt mitspielen. Ein Fotograf spielt irgendeine Rolle. Dann ist es so, dass es Wettpaten gibt. Das Spielfeld allgemein wird größer. Aber wir wollen euch noch gar nicht zu viel verraten, denn die Details gibt es jetzt. Normalerweise würden wir euch an dieser Stelle die Spielschachtel zeigen, diese öffnen, also vorne und hinten zeigen, diese öffnen und euch dann präsentieren, was ja so nach und nach aus dieser Spielschachtel an Neuigkeiten für euch herausspringt. Heute ist es alles mal ein bisschen anders. Heute präsentieren wir euch das hier sowohl drapiert auf dem Spieletisch. Und zwar bietet Camel Up Super Cup nicht nur den 9. und 10. Spieler in Form von zwei Damen, sondern auch 4 weitere Module, die das Grundspiel eben erweitern. Die Regel empfiehlt an dieser Stelle, dass man, wenn man mit 9 und 10 Personen spielt, man auf jeden Fall alle 4 Module dabei haben sollte, also integriert haben sollte. Im ersten Modul gibt es die Spielplanerweiterung, die, ja, wie es der Name schon sagt, den Spielplan eben um einige Felder erweitert. Und es gibt diese Galoppwürfel. Und dabei ist es so, man guckt ja am Anfang, okay, welches Kamel ist das erste Kamel und welches ist das letzte Kamel. Und der Würfel der Farbe des letzten Kamels kommt zusätzlich noch in die Würfelpyramide. Und ja, dadurch gibt es eben noch mehr paar taktische Finessen. Das Glücksmoment ist in dem Moment ein bisschen größer, weil angenommen, das grüne Kamel ist ganz, ganz hinten, kriegt es hier nochmal einen Schub, weil der Würfel sich für die nächste Etappe in der Würfelpyramide befindet. Und das wird von Etappe zu Etappe immer neu gemacht. Es gibt noch eine Variante, die in den Regeln steht, die wir euch der Überraschung wegen aber jetzt noch nicht verraten möchten. Das zweite Modul bietet uns diesen Fotoapparat mit verschiedenen Objektiven. Diese haben allerdings nur eine kosmetische Funktion und keine spielerisch-inhaltliche Funktion, sowie das Fotografenplättchen. Nun ist es so, ich kann anstatt der normalen 4 Aktionen, aus denen ich im Grundspiel auswählen kann, nun auch entweder das Fotografenplättchen nehmen und dann kann ich mein Fotoapparat irgendwo hinstellen. Am Spielrand, an irgendeins der Rennfelder. Endet nun ein Kamel, 2 Kamele, 3 Kamele, wie auch immer, auf diesem Feld, macht der Fotograf ein Foto und je nachdem, wie viele Kamele auf diesem Feld stehen, kriege ich Punkte. Also wenn 3 Kamele auf diesem Feld stehen bleiben, kriege ich 3 Münzen und so weiter. Und das ist das zweite Modul. Im dritten Modul habe ich die Möglichkeit, verpatzte oder vermeintlich verpatzte Wettplättchen nachzukorrigieren. Und zwar kann ich dann als eine Aktion wählen, aus einer dieser Wettplättchen oder Positionsplättchen. Und wenn ich dann zum Beispiel der Auffassung war, das grüne Kamel wird auf jeden Fall Erster, es zeichnet sich aber eher ab, dass es Dritter wird, nehme ich mir dieses Wettplättchen, wo die 3 oben ist, und lege es dann darauf und kriege dann am Ende der Runde, wenn es denn wirklich dabei bleibt, 3 Punkte. Sollte es nicht so sein, kriege ich nach wie vor minus einen Punkt.
Das vierte Modul schließlich ermöglicht uns Wettpartnerschaften. Auch wieder als eigene Aktion zu verstehen, darf ich mit meinem Gegenüber meinetwegen sagen, so, du hast es mit mir eine Wettpartnerschaft. Voraussetzung dafür ist, dass meine Partnerschaftskarte verfügbar ist und seine ebenfalls. Danach drehen wir sie um auf die Partnerschaftsseite. Der Effekt ist der, dass ich am Ende einer Etappe von seinem Gewinn profitiere. Sprich, wenn er 5 Münzen gewinnt, 5 Pfund gewinnt, darf ich mir auch 5 Pfund gutschreiben. Umgekehrt ist es aber genauso. Wenn ich 5 Pfund gewinne, darf auch er sich 5 Pfund gutschreiben. Camel Up Super Cup ist eine sinnvolle Erweiterung zum Grundspiel. Wir hatten viel Spaß damit. Ich muss sagen, dass es bei 10 Personen dann doch schon ein bisschen wuselig wird, aber ich denke mal, davon lebt das Spiel auch so ein bisschen. Natürlich wollen wir euch die Spielanleitung nicht vorenthalten, die wir sonst im vorherigen Teil gezeigt hätten. Sie ist genau 8 Seiten stark und hat hinten total praktisch nochmal eine Aktionsübersicht. Ja, wie gesagt, wir sind der Meinung, Camel Up Super Cup ist keineswegs überflüssig. Ganz im Gegenteil, es spielt sich sehr, sehr flüssig. Und wir wünschen euch an dieser Stelle viel Spaß damit. Ja.